Müssen wir auch los? Ja, wa? Wir müssen dann auch langsam los. Und dann hat Anouk heute ja ihren Auftritt. Und sie hat Krümel im Gesicht. Hey, filmst du die Aufführung? Ja, ich glaube schon. Werden wir natürlich machen, ne? Jo, gleich müssen wir auch los. Lexikon, schnell erklärt jetzt. Das sind Bakterien. Was passiert da? Was machen die? Erstmal machen sie ja nicht, aber die können in der Gebärmutter zu Entzündungen führen und sodass die Eileiter verkleben, dass man unfruchtbar wird. Das ist ja am Ende noch. Also, das haben relativ viele Leute, weil die erstmal keine Beschwerden machen, bis die halt zu Entzündungen führen. Und dann ist es zu spät. Heidewitzka. Deswegen macht man bei allen Frauen unter 25 mittlerweile diese Untersuchung. Also standardmäßig. Schnell erklärt von Marlies Müller-Hein. Reden. Ja, und dann? Ja, weiß ich auch noch nicht, was ich denn mache. Olles Bildungsauftrag. Ja, und ach so, ja, dann muss ich einkaufen gehen. Aha, okay. Ja. Aha. Und dann kommt nachher um 1:30 Anna gehen. Ah. Willst du Fische haben? Nee. Los geht's. So, ein ganz kurzer Tag heute bis 12 Uhr, dann ist Feierabend. Und dann geht's zur Aufführung meiner Tochter. Oh, und ich bin so müde, ey. Oh, ich könnte mich jetzt hinlegen und durchpennen bis 12. Das Rad halt zu machen. Checken den Steuersatz hier vorne. Und ein Licht anzuschrauben. Steuersatz und Licht, krieg hin. Mann, hier ist das gleiche wie gestern bei dem anderen Steuersatz eigentlich. Better whip to be a fish. Wow, er geht echt nur so und los. Zack, und dann springt er raus irgendwann. Unglaublich. Ey, damit machen wir das noch mal ein fette und zusammenbaue. Das ist doch Müll, oder sehe ich das falsch? So, kann man mal filmen. Hier sind noch ein paar Kugeln drin von oben, die einzeln hier rumliegen. Das ist wirklich. Oh.
Jetzt stelle ich mal eine Weile auf den Kopf hier, damit das Rostwasser hier rausläuft aus der Gabel. Wirklich. Unglaublich. Gut, das beende ich jetzt erstmal. Und hier weiter zum nächsten. Ich habe ja hier die Gabel, die könnte ich ja auch einbauen. Ich müsste da jetzt erstmal Rücksprache halten. Das ist halt auch so kompliziert da. Ich habe keine Lust. Das wäre so geil, wenn die einfach sagen würden, ja komm, mach das, es funktioniert und dann ist in Ordnung. Ich meine, ich mache ja nämlich zu viel oder was auch immer, ja. Ich mache dann so, dass es funktioniert und dann ist es in Ordnung. Aber das ist ja klar, ich nehme es auseinander und das fällt auseinander, das ist ganz normal. Also, das sieht man von außen schon erstens, dass das, wenn es so durchrostet und dann nimmst du das unten auseinander, fallen dir die Kugeln entgegen und das ist das obere Lager. Das ist total im Arsch. Und dann hat es einen Unfall gehabt deswegen schon. Jetzt muss ich ihr das Lager tauschen. Das kostet Geld. Komplett. Also nicht nur einfach Fett drin. Ich habe mir gedacht, machst du Fett drin. Erstmal gut, ist allzu spät. Jetzt gerade auch draußen. Kommt einer an. Mein Vorderrad macht so komische Geräusche. Du hast vor ein paar Wochen mal beide Mäntel getauscht und jetzt macht das Vorderrad so ganz komische Geräusche. Ja, und das ist, als wenn das irgendwo schleift. Aber es schleift nirgendwo. Was ist das? Ich sag, na, müssen wir mal schauen. Ups, mal laden. Da müssen wir mal schauen. Nehme ich das hoch, drehe das durch und dann merkst du, oh, das Lager. Das Lager fängt an, sich zu melden. Ey, hallo, hier, bitte Fett. Mal ein bisschen, bitte mal ein bisschen Fett zu mir. Und das merkst du, läuft total trocken und so fängt an so zu schleifen. Habe ich ihr das erklärt? Ich sage, naja, du musst da irgendwas machen. Du musst das auseinandernehmen oder ich kann das auseinandernehmen und mach dann Fett rein, eine neue Fettpackung, eine neue Fettpackung rein und wieder zusammen. Das ist wie ein Gelenk, das braucht Schmiere. Ohne Schmiere gibt es Entzündung. Und dann fallen die Kugeln irgendwann auseinander und dann ist das Lager kaputt und du musst ein komplett neues Laufrad kaufen. Was macht sie? Na okay, weiß ich Bescheid und fährt los. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Aussage? Okay, weiß ich Bescheid und fährt los. Also das verstehe ich nicht. Dann muss man da sagen, okay, dann komme ich irgendwann mal vorbei. Oder okay, das kann ich mir im Moment nicht leisten. Oder okay, ich schau mal, ob ein Kumpel das machen kann für mich. Ansonsten komme ich vorbei. Oder irgendwie, aber nee, okay, weiß ich Bescheid. Ich weiß, die sehe ich dann irgendwann mit knackendem Lager hier vorbeifahren. Also. Und dann musst du den Leuten sagen, ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt musst du das Laufrad tauschen. Aber wieso denn? Da habe ich doch jetzt gerade erst Mäntel und oh. Also das hättest du ja gleich sagen können. Das ist ein Ding, ey. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, weil die Leute komplett falsch reagieren eigentlich dann in dem Moment. Ne? Die hören nicht auf ihr Rad. Aber wundern sich am Ende. Das ist mir ja alles scheißegal. Sollen sie ja fahren? Sollen sie kaputt fahren, meinetwegen? Sollen sie fahren, bis sie anschmähen? Das ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass sich dann wundern, na nu, warum ist es kaputt? Und dann erklärt man es denen schon vorher und trotzdem sagen sie, na okay, ich fahre jetzt erstmal weiter. Und eben das gleiche jetzt mit dem Lager hier. Und mit der Gabel, alle kaputt. Und
kann jetzt so nicht rausgehen mit der kaputten Gabel, eigentlich, das geht nicht. Mann, oh Mann, seid froh, dass ihr das Chaos da draußen nicht mitbekommt. Das ist ja wirklich schlimm wie im Kindergarten. Manchmal ist das halt so. Hinterrad platt, wie langweilig. Naja, was soll heute so passieren? Platt das Hinterrad, ich mach's mal. Raus damit. Und es läuft und läuft und läuft. Ich hab einen Ring gekauft. Ja, war nicht teuer. Habe ich jetzt 60 Euro bezahlt. Gold, 85er vermutlich. Also es ist so ein bisschen verschlagen, gestempelt. Aber es wird schon 85er sein. Ein Stein ist leider mal geklebt worden, eingeklebt worden. Also ein bisschen ärgerlich. Der muss raus, da muss ein neuer rein. Aber es ist ein schöner kleiner Ring. Der wird Anouk passen. Eventuell Art Deco. Übergang vom Jugendstil zum Art Deco. Also wirklich was Schönes. Eigentlich. Jetzt mache ich mal den Schlauchwechsel zu Ende. Pack den Ring beiseite. Er wiegt natürlich kaum was oder so. Aber jetzt. Ich hab's jetzt halt. Ist okay. Weil ich auch 60 Euro für den Ring ist eigentlich auch nichts. Also. Aber die meisten rechnen halt echt nur noch irgendwie Gramm, schmeißen Ruf und dann sind es 1,5 Gramm und dann hast du irgendwie. 85, 1,5 Gramm sind 30 Euro. 35 vielleicht. Naja, so ist es da. Und das packe ich dann halt beiseite und es wird dann zum großen Familienschatz der Müllers. Ist ja schon 11.32 Uhr. Dann hau ich ab zur Vorführung. Naja, wenigstens den Plattenreifen haben wir neu gemacht. Dann bin ich wenigstens, dann habe ich den Ring quasi schon mal so halb verdient. Das ist gut. Bitte. Bescheuert, oh, hier mal vernünftig einen Kraft reinsetzen. Oder wie? Ey, was ist denn das? Gut, naja, das war, also das ist ja auch kein befriedigender Auftrag. Das ist ja wirklich eine Dolle. Gemeckert habe ich heute mal die ganze Zeit. Einen Ring habe ich gekauft. Immerhin. Das ist das, was heute in den Vlog reinkommt. Dann werde ich mal Marlies zeigen, mal gucken, was sie dazu sagt. Sie ist ja mein kritisches Auge sozusagen. Ja, ich kaufe das immer recht leichtfertig und sie guckt dann immer und sagt, oh, guck mal aber hier und guck mal aber da. Sie ist da sehr, sehr kritisch. Was ja auch gut ist eigentlich. Ja, ich bin da nicht so. Ich lasse mich dann von der Geschichte drumherum auch ein bisschen. Ja, ist immer nicht so gut, ne? Ja, und Bett fürs Kind, was neu geboren wird. Und so ein Kinderbett muss ran. Da braucht er Geld. Naja. So, da lasse ich mich ein bisschen einlöffeln manchmal. Na gut, jetzt ist Feierabend hier. Jetzt gehen wir mal zur Schulaufführung. Schauen wir mal. Ja, ich hab mir ein neues T-Shirt. Ja, ich hab gerade gesehen. Oh. Ja, ich bin auch gerade gestolpert. Was ist das? Eine Bodenwelle. Eine Wurzel kommt hoch. Ja. Was ist denn das jetzt hier? Zur Mülltonne. Romano? Ja klar, und sonst? First Class, Second Hand. Dachte mir, zieh ich mir jetzt an. Muss ich nicht so arbeitstechnisch. Die Pfoten krieg ich auch nicht mehr sauber. Das ist alles ein Müll, ey. Sitz mal. Sicher? Ah. Das ist ein kalter Kaffee von heute Morgen von 7.30 Uhr. Meine
neue T-Shirt, würde ich schon sagen, mein Hemd von Humana. Ich war gerade shoppen, königlich. Hey, Humana. Hey, ich habe mir ein Hawaii-Hemd geholt, weil es so warm ist. Dachte ich mir, schön, für 5 Euro bei Humana. 5 Euro, Alter. Bei Claudia kosten die weniger. Aber ein Eterna haben sie gehabt, 1 Euro. Hemden bei Claudia, 1 Euro.